Der Colt 1911. Eine der genialsten Entwicklungen von John Moses Browning. Eine der besten Pistolen des 20. Jahrhunderts. Kaum etwas anderes liegt besser in der Hand als dieser 100-jährige Opa. Es ist angenehm, mit ihm zu schießen und leicht zu treffen. Es fing alles damit an, dass die amerikanische Armee eine neue Kurzwaffe benötigte. Zu der Zeit hatte die Armee einen Revolver Colt M1892 im Dienst. Mit diesem waren sie eigentlich recht zufrieden, bis zu dem Moment, als sie an einem kleinen, aber unangenehmen Partisanenkrieg teilnehmen mussten. Nach einem Sieg über Spanien 1898 hatte die USA zusammen mit Philippinen auch einen kleinen Teil der muslimischen Bevölkerung geerbt. Das sind sehr kriegerische Jungs, die auch den Spaniern sehr viele Probleme bereiteten. Der Krieg dort dauert bis zum heutigen Tag an. Wenn man die Nachrichten über Philippinen verfolgt, kann man ab und zu was über die Anschläge der muslimischen Fanatiker dort sehen. Doch zur damaligen Zeit wussten die Amerikaner das noch nicht. Sie verstanden nicht, in welches Wespennest sie gegriffen haben. Doch der Verlauf dieses Partisanenkrieges zeigt unter anderem, dass der Revolver von 1892 zwar nicht schlecht und recht zuverlässig war, jedoch gegen einen aus dem Dschungel springenden 2 Meter hohen Fanatiker, von denen manche sogar Aufputschmittel konsumiert haben, die Kugel etwas zu schwach war. Manche Berichte lauten so in der Art: Ich schoss auf ihn 20 Mal mit meinem 6-Schuss-Revolver, doch er kam immer noch schwertschwingend auf mich zu. Einer der ersten, der über die Schwäche der Revolverkugel sprach, war ein Militärarzt Dr. Lagarde. Also haben die zusammen mit einem Offizier aus dem Waffenamt Anfang des 20. Jahrhunderts eine Experimentenserie durchgeführt, die heute bekannt ist als Thompson-Lagarde-Test. Das Ziel war herauszufinden, welche Munition die ideale sein wird für eine Kurzwaffe. Ihre Experimente haben sie natürlich mit Tieren angestellt. Sie nutzten Stiere und Pferde, aber auch Leichen aus dem lokalen Leichenhaus. Sie erforschten die Wirkung der Kugeln auf die Knochen und Gewebe. Das Ergebnis war, dass keine existierende Kugel für eine Kurzwaffe eine garantierte Stoppwirkung für ein Lebewesen beim Treffen eines beliebigen Körperteils haben kann. Im Bericht erwähnten sie, dass das Kaliber für eine solche Wirkung 3 Zoll betragen müsste, also ca. 76 mm. Das ist natürlich nicht möglich für eine Handfeuerwaffe. Eine weitere Anmerkung aus dem Bericht lautet, dass man die Soldaten besser im Schießen ausbilden sollte. Also je mehr Chancen, dass der Soldat ein lebenswichtiges Organ trifft, also Kopf oder Rückenmark, umso wahrscheinlicher ist es, dass der Angreifer aufgehalten wird. Jedoch mögen es die Generäle nicht, wenn sie auf eine direkte, klargestellte Frage eine nicht eindeutige Antwort bekommen. Daher enthielt der Bericht auch eine Empfehlung für eine neue Patrone. Diese sollte einen Kaliber von mindestens 4/10 Zoll haben. Ausgehend von dieser Empfehlung wurde die Patrone, die heute bekannt ist, als 45 ACP entwickelt. Jedoch war das damals erstmal nur eine Patrone für die zukünftige Kurzwaffe der US Army. Sie hatte noch keine Verbindung zu Browning und es war noch nicht bekannt, welche Pistole in den Dienst der Army zu dieser Patrone gewählt wird. Zu diesem Moment konkurrierten gleich mehrere Anwärter um den leckeren Vertrag mit der US Army. Darunter wollte auch Luger den Vertrag gewinnen. Die US Army hatte sich sehr für die Entwicklung von Luger interessiert. Sie kam sogar in die engere Auswahl. In der Halbfinale blieben von 6 nur noch 3 Konkurrenten. Neben Luger war auch Savage dabei, zum damaligen Zeitpunkt eine sehr junge Firma, jedoch mit einem guten Ruf. Sie wurde bekannt durch ihre Gewehre. Diese Ausschreibung war ihre erste für eine Armee-Kurzwaffe. Der dritte in der Halbfinale war die Firma Colt, die einen Joker im Ärmel hatte. Dieser Joker war John Moses Browning. John war erstmal wenig davon begeistert, dass er diese Patrone nutzen musste. Er hielt die 9mm Patrone der eigenen Entwicklung für eine bessere Wahl. Die ersten Modelle, die er der Armee angeboten hatte, waren 9mm Pistolen. Doch die US Army
Nachdem sie ihren Adrenalinschub auf Philippinen bekommen hat, bestand auf einem stärkeren Stopper, Kaliber 45. Daher wurde Browning gezwungen, die nachfolgenden Modelle für Kaliber 45 Patrone zu bauen. Der Vertrag war für Colt sehr wichtig. Wenn Luger mit einem Vertrag in Europa rechnen konnte und Savage mit Langwaffen recht erfolgreich war, so hatte Colt keinen Sicherheitspuffer und das Erhalten dieses Vertrags mit der Armee war eine der Frage des Überlebens. Daher waren sie sehr bestrebt, alle Forderungen des Bestellers zu erfüllen. Die Kavallerie durfte auch ihre Forderungen stellen, da die Kurzwaffe für die US-Kavallerie als eine wichtige Waffe galt. Also hatte die Kavallerie gefordert, dass die Pistole beim Hinfallen absolut sicher sein sollte, da man beim Reiten auch schon mal hinfallen kann. Die weitere Forderung der Kavallerie war, dass die Kurzwaffe möglichst bequem mit einer Hand bedienbar sein soll. Browning hat diese Forderungen erfüllt. So bekam die Pistole die Sicherung am Griff. Diese schließt die Möglichkeit aus, dass die Pistole beim Fallen von alleine losgeht. Also ist einer der Gründe, warum der Colt 1911 so beliebt ist, auf die Forderung der US Cavalry zurückzuführen. Er ist sehr bequem, mit einer Hand bedienbar. Die Sicherung und die Magazin-Auswurftaste sind mit dem Daumen leicht zu erreichen. Der letzte Teil der Ausschreibung lief in den 1920er Jahren. Erst schien es, dass Savage den begehrten Vertrag gewinnen würde. Doch sie hatten wenig Glück bei dem ganzen Wettrennen. Probleme mit der Fertigung der Testserie. Dann sind 7 Testmuster auf dem Weg zum Testgelände verschwunden und auf dem Weg vom Testgelände verdampften schon 72 Stück. Dabei zuckte die Armee nur mit den Schultern. Niemand wusste, wo die Testmuster hinkamen. Die Teilnehmer wurden gebeten, zu Testzwecken noch eine Kleinserie von 200 Stück zu fertigen. Savage hatte erst abgelehnt. Doch als Luger sich entschieden hatte, sich mehr auf die Waffenfertigung für den geliebten Kaiser zu konzentrieren, da mit dieser komischen Amis nicht zusammenkommt, kehrte Savage ins Rennen zurück, um gegen Colt anzutreten. Sie dachten, ihr Modell hat gute Chancen und das nicht ohne Grund. Also blieben 2 Wettbewerber in der Finale, das Modell von Savage und der zukünftige 1911er. Die ersten Versuche liefen für die beiden Pistolen nicht sehr gut. Beide sind bei dem 6000 Schusstest durchgefallen. Allerdings hatte Colt weniger Defekte. Trotzdem wiesen beide eine ungenügende Zuverlässigkeit auf. Sie wurden zur Nachbearbeitung geschickt und im Jahre 1911 ging die zweite Testphase an. Entscheidend war der Zuverlässigkeitstest. 6000 Schuss auszuhalten war für damalige Zeiten etwas absolut Fantastisches. Das war eine sehr hohe Belastung für eine Pistole mit den damaligen Materialien. Doch ausgerechnet dieser Test wurde der entscheidende für die Kurzwaffenwahl der US Army, weil die Schöpfung von John Moses Browning schaffte diese 6000 Schuss ohne einen einzigen Defekt. Savage schaffte das nicht und ist ausgeschieden. Seitdem hat die US Army diese Pistole für mehr als ein halbes Jahrhundert in den Dienst gestellt und von vielen immer noch als die beste Pistole, die jemals im Dienste der US Army war, gehalten wird. Was ist denn so besonders an dieser herausragenden Waffe? So seltsam es klingen mag, seine Vorteile liegen hauptsächlich in seinen Nachteilen. Die modernen Kurzwaffen werden meistens mit einem Double-Action-Abzug versehen. Der Colt ist entwickelt worden zu der Zeit, als es noch nicht Pflicht war. Er hat nur einen Single-Action-Abzug, auch Direktabzug genannt. Aber ausgerechnet das erlaubt ihm einen sehr weichen und direkten Abzug mit einem sehr kurzen Abzugsweg. Durch eine einfache Nachjustierung kann man einen sehr empfindlichen Abzug schaffen, wenn der geringste Druck für den Schuss ausreicht. Diese Eigenschaft ist immer noch gefragt bei den Spezialeinsatzkräften, die mehr Wert darauf legen, eine höhere Präzision zu erreichen und das locker den Nachteil des fehlenden Selbstaufzuges aufwiegt. Was die Bedienelemente wie Sicherung, Verschlusssperre oder Auswurftaste betrifft, wurden diese seit der Zeit des 1911 Standard. Alle anderen Pistolen, wo diese Elemente vorhanden sind, wurden sie zum größten Teil ähnlich denen des 1911. Das war's zu der Geschichte des Colt 1911. Wenn ihr noch weitere
Waffenentwicklungsgeschichten haben wollt, bitte drückt etwas unter dem Video und schreibt mir irgendwas unter das Video. Ich glaube, ihr werdet dabei nicht verletzt werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Alles Gute und tschüss.